Und der Bundestrainer ist bei uns kurz vor dem Spiel, Joachim Löw. Schönen guten Abend, kann man ja fast sagen. Wie sehr haben Sie gegrübelt über diese Aufstellung für heute? Nicht so sehr. Wir haben die Dinge aufgearbeitet. Ich weiß, dass die Mannschaft manche Sachen besser kann. Darüber ist gesprochen worden. Kämpferisch haben wir alles irgendwie in das Spiel reingeworfen. Das war gut, kann ich keinen Vorwurf machen. Natürlich einige Dinge verbessern und optimieren, aber wird heute besser gelingen. Und zum Beispiel mal so ein Emre Can, das war ja so eine Inspiration auch von Bastian vorne als Entlastung für Kroos oder Gündogan oder den Kimmich vielleicht wieder zurück ins Zentrum, weil er das ja so gerne mag. All diese Überlegungen hatten Sie ja wahrscheinlich. Ja, als Trainer macht man sich natürlich viele Gedanken. Dann gibt es natürlich viele Planspiele. Wie kann man die Mannschaft optimal mit einem guten Gleichgewicht irgendwie aufstellen? Rechts ist Klostermann verletzt. Dann haben wir über rechts eigentlich keine Offensivkraft sozusagen. Also von daher ist Kimmich wichtig, weil er schon auch Betrieb macht über die Seite. Und alle anderen, die Sie genannt haben, sind sicherlich während des Spiels ein Thema. Weil bei der Hitze, bei dem Tempo, wir können hier einige Wechsel vornehmen. Und gerade Emre Can ist eigentlich ein Vorbild an Einsatz, an Kraft. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie kann man mit dem gleichen System mehr Qualität im ersten Drittel herstellen? Wie geht das? Das ist keine Frage des Systems, sondern eine Frage von taktischen Aufgaben. System ist variabel, flexibel. Wichtig ist, dass man genug Leute ins letzte Drittel bringt. Und was wir falsch gemacht haben, wenn wir mal im letzten Drittel waren und die Chance gehabt haben, nach vorne zu gehen, sind wir wieder zurück, wieder Pass zurück und immer dann gegen eine Wand angelaufen. Das müssen wir erkennen, vorbereiten. Aber wenn wir mal da sind, dann müssen wir durchziehen. Durchziehen, Bastian. Du hast ein Beispiel mitgebracht, ne? Das beinhaltet Offensivarbeit und Defensivarbeit. Das ist ganz interessant. Können wir uns mal angucken. Eine Analyse von Bastian. Ja, genau, aus dem Spiel. Da sehen wir jetzt einen ziemlich großen Ball bekommen. Und vorne stehen vier Spieler eigentlich auch alle gedeckt. Keine große Bewegung. Wir bringen den Ball rein. Aber was heute auch entscheidend ist, dass wir in der Abwehr schon vorrücken. Also jetzt sieht man ja auch, dass Toni Rüdiger, Mats Hummels relativ weit hinten stehen, um die zweiten Bälle vielleicht früher zu gewinnen, wäre es deutlich besser, wenn wir nach vorne schieben. Jetzt sieht man auch in der Situation, dass dann natürlich die Qualität von den Franzosen stark ist. Und hier, das hätte das 2-0 sein können, das hätte eine rote Karte sein können. Das war eine Weltklasse-Grätsche von Mats Hummels. Also das muss man erstmal so hinbekommen, ohne einen Foul. Aber entscheidend ist eben nicht, einfach den Ball vielleicht reinzuspielen und die Offensiven müssen sich gut bewegen und dann können wir die Bälle reinspielen. Aber auch die drei in der Defensive müssen nach vorne schieben. So kann man den zweiten Baller eben schnell gewinnen und man muss nicht diese 70 Meter nach hinten machen. Hat der Bundestrainer gerade genickt? War das ein Nicken? Absolut, vollkommen richtig, ja. Nachrücken, zuordnen an die Stürmer. Ich schaue bei Portugal so, weil gute Kontermannschaft, Ballverluste. Wenn dann Ronaldo oder Fernandes oder wer auch immer irgendwie im freien Raum steht, dann sind es natürlich lange Wege zurück und dann wird es gefährlich. Also die Abwehrspieler, wenn sie keine Zuordnung haben, rausrücken und einen finden, den sie attackieren können bei Ballverlust. Das klingt jetzt alles so logisch, einfach, selbstverständlich bei Ihnen. Die große Frage ist ja, die sich ja viele stellen, kann die Mannschaft das leisten? Auf dem Papier und in der Theorie klingt immer alles irgendwie selbstverständlich, klar. Die Umsetzung ist ja manchmal auch das Schwierige. Es gibt einen Gegner, der hat natürlich auch gute Fußballer und gute Ideen und gute taktische Überlegungen. Also von daher ist ja so, manchmal muss man sich halt einfach auch durchsetzen. Am Ende sind es manchmal einfach nur die ganz einfachen Dinge. Präzision, Zweikampf gewinnen, aufmerksam sein, wach sein. Das ist manchmal viel wichtiger wie viele taktische Überlegungen. Als ehemaliger Kapitän, Bastian, überzeugend, was Joachim Löw sagt? Also auch für die Mannschaft womöglich in der Kabine? Ja, es ist richtig. Wachsam zu sein, gerade in den Situationen müssen wir da sein. Aber auch diese Risikobereitschaft zu haben, den richtigen Moment zu wissen, wann spielen wir nach vorne. Und auch die Initiative von hinten. Also die Offensiven hängen auch ein bisschen von dem ersten Ball, der von hinten gespielt wird, nach vorne. Und wenn wir das heute gut machen, haben wir mit Sicherheit eine gute Chance. Aber wir treffen auch gegen eine Mannschaft, die im Konterspiel sehr gefährlich sein wird. Und da gilt es auch, gut zu stehen. Das Lieblingswort der vergangenen Tage war immer Mut. Ne? Viele Spieler haben gesagt, sie auch. Es fehlte der Mut. Jetzt kann man tausendmal sagen, der Mut fehlt. Die Frage ist ja, wie vermitteln Sie den? Ja. Wir sind auf der Suche nach der goldenen Mitte. Manchmal sind wir sehr hektisch im Spiel nach vorne gewesen in der Vergangenheit. Manchmal waren wir konteranfällig, manchmal waren wir defensiv nicht ganz so gut. Jetzt waren wir gegen die Franzosen überwiegend defensiv schon auch besser.
Ja? Und jetzt ist genau das, wann bereite ich vor und wann löse ich Dynamik aus. Und das verpassen wir noch. Wir sind manchmal angelegt in die Spielweise, Ballbesitz, aber wann ist der richtige Moment, dynamisch zu sein? Und das ist genau das, was wir brauchen. Das hat was mit Mut und mit Risikobereitschaft zu tun. Nicht abzubrechen im richtigen Moment, sondern durchzuziehen. Und vielleicht auch mit Abläufen und Automatismen, die diese Mannschaft eventuell einfach noch nicht so hat, weil sie noch nicht so eingespielt ist, Christian? Ja, ich meine, die Spieler kennen sich. Natürlich hat die Vorbereitung auf das Turnier auch geholfen. Aber wenn man jetzt vergleicht mit anderen Mannschaften, wir hatten Italien, die haben schon länger im gleichen System gespielt, gleiche Spieler. Da hat sich auch ein Selbstvertrauen und so Selbstbewusstsein ergeben und dann spielt man das auch leichter. Und der Bundestrainer hat schon richtig gesagt, wir müssen mutig sein, wir müssen auch mal frech sein, wenn wir vorne sind. Wir haben die Spieler dazu, weil heute ist ein toller Moment, das zu zeigen. Noch zwei oder noch sechs Spieler als Bundestrainer? Auf jeden Fall noch mehrere. Vielen Dank. Viel Erfolg, Joachim Löw. Dankeschön. Ciao.